Ja, hallo? Hallo. Hier das Hotel Crystal Imperial Hotel in Jaipur, India. Ich weiß nicht, was ich tue mit den Sachen Ihres Vaters. Ja, mein Vater ist nicht in Indien. Er hat ein Zimmer hier und er ist noch nicht zurück. Wie können Sie anfassen, eine unbewohnbare? Das war ein Paria. Das war nur mein Rikscha-Fahrer. Er hat mich hergebracht. Wir haben telefoniert. Ich komme wegen meinem Vater. Wenn Sie was wissen, melden Sie sich. Bitte. Es ist dringend. My name is Annie Krüger. I'm looking for my dad. Es könnte sein, dass Sie Besuch bekommen. Eine junge Frau aus Deutschland. Ihr Vater heißt Dr. Wilhelm Krüger. Kenne ich nicht. Ich möchte gern zu Marita Savai singen. Sie sind auf der Suche nach Wilhelm Krüger? Ihr Name stand in seinem Notizbuch. Wenn das kein Schicksal ist. Wir waren im selben Flieger. Die Doni waschen die Wäsche, die Bangi reinigen die Toiletten. Was ist mit Chancengleichheit? Es ist eine Ordnung, die ihr nicht versteht. Ich kenne den Stein. Mein Vater hat mir seine Geschichte erzählt. Tatsächlich? Ah, jetzt weiß ich es. Die Hebamme hieß Mena. Mein Vater hatte eine Affäre? Dort oben hat Mena früher gewohnt. Sie ist schon vor über 10 Jahren gestorben. Ich suche meinen Vater und keiner kann mir sagen, wo er ist. Ich weiß noch nicht, ob mein Papa noch lebt. Es hat vor ein paar Tagen einen Unfall gegeben. Als Kind hatte ich immer furchtbare Angst vor der Dunkelheit. Ich konnte immer nur bei Licht schlafen. Meine Mutter hat gesagt, ich soll mich nicht so anstellen. Also, das habe ich versucht, stark zu sein. Und kaum wurde es dunkel, habe ich das Gefühl gehabt, zu ersticken. Manchmal bin ich mitten in der Nacht aufgewacht und schrie und schrie. Es kam immer nur mein Vater. Die Tür ging auf, Licht an, es wurde hell. Und dann hat er mir Märchen vorgelesen. Indische Märchen, die ganze Nacht. Ohne meinen Vater hatte ich das Gefühl, verlassen und allein zu sein. Du bist nicht allein. Doch. Er kommt nicht mehr zurück. Ich werde ihm nie wieder sagen können, wie lieb ich ihn hatte. In Indien besitzt man nicht nur ein Leben, sondern viele. Ihr werdet euch wiedersehen. Hast du deinen Vater auch hier bestatten lassen? Ja, aber seinen letzten Wunsch konnte ich ihm leider nicht erfüllen. Die kurz geschnittenen Haare der Witwen sind Zeichen ihrer Trauer. Ich weiß, wie sehr mein Vater sich gewünscht hat, dass meine Mutter ihm diese letzte Ehre erweist. Aber sie schnitt sich nicht ihre Haare, sondern kümmerte sich nur um die Bilanzen unserer Hotels. Ja, Ruko! Ja, Ruko! Ruko! Siehst du diese Stelle da? Man erzählt sich, dass an dieser Stelle das Buch des Lebens von Gott Shiva geschrieben wird. Wenn du dich ganz fest konzentrierst, kannst du Bilder sehen. Manche Paare haben schon neue Autos und Häuser in den Wellen erkannt. Ich will ja keine Spielverderberin sein, aber ich...
Das sieht ja aus wie eine. Das ist auch eine. Aber ich dachte, hier werden alle verbrannt. Nein, nicht alle. Mönche und Kinder unter 12 Jahren nicht. Ihre Seelen sind noch rein. Sie kommen in Säcke, die mit Steinen beschwert werden. Wahrscheinlich ist ein Seil in der Tiefe gerissen. Shanto Jaho, Shanto Jaho. Was hat er denn? Nichts, alles in Ordnung. Tomokuchi no Hikika, Saptike, Saptike. Shanto Jaho. Was hast du ihm gesagt? Dass er die Leiche nicht als erster gesehen hat. Wieso, was wäre denn passiert, wenn er sie als erstes gesehen hätte? Ach, Anni, daran glaub nicht mehr ich. Das ist nur brahmanischer Aberglaube. Na, dann kannst du es mir auch sagen. Manche Leute glauben, wer als erster an dieser Stelle einen unverbrannten Toten sieht, wird als nächstes sterben. Anni? Komm rein. Was würde ich nicht morgen alles für einen Fluglotsenstreik geben? Das gibt's doch nicht. Was denn? Das Buch von meinem Vater. Die Liste mit dem indischen Namen, sie ist weg. Wo hast du es denn zuletzt gesehen? Kurz vor der Beerdigung meines Vaters. Das kann nicht sein, Anni. Der Koffer stand die ganze Zeit in diesem Zimmer. Und unser Palast wird rund um die Uhr bewacht. Es muss hier sein. Wann hast du das letzte Mal was gegessen? Naja, gut. Jetzt brauche ich es ja auch nicht mehr. Meine Familie hat sich zu Ehren deines Vaters zum Dinner versammelt. Alle würden sich sehr freuen, wenn du uns ein bisschen Gesellschaft leistest. Das ist wirklich lieb, aber ich bin wahnsinnig müde. Richte deiner Familie bitte aus, dass ich mich trotzdem sehr über die Einladung gefreut habe. Bitte, Anni. Es ist unser letzter Abend. Sie werden sicher froh sein, bald wieder deutschen Boden unter den Füßen zu haben. Ja, aber das liegt sicher nicht an Indien. Ich kann mir vorstellen, wie schwer das alles für Sie ist. Ich lernte Ihren Vater auf Maritas Hochzeit kennen. Er war Trauzeuge. Wir haben uns damals gut verstanden. Mein Vater war Trauzeuge? Ja, ich habe ja gesagt, wir waren mal sehr eng befreundet. Du warst die schönste Braut, die Jaipur je gesehen hat. Selbstverständlich, außer meiner eigenen. Deine Hochzeit war so wundervoll. 17 Tage. Ach, bis diese Verrückte auftauchte. Und was denn für eine Verrückte? Sie war Hebamme bei ihrem Vater im Krankenhaus. Sie hieß wohl... Mena? Ja, ganz genau. Es hatte was mit ihrem Bruder zu tun. Ein Unfall. Wenn ich mich recht erinnere, hat er seine Beine verloren. Sie bettelte um Geld. Und dann? Haben wir sie rausgeworfen und weitergefeiert. Und wieso kam sie ausgerechnet zu deiner Hochzeit? Ich habe keine Ahnung. Minu Minu. Wie bitte? So heißt der Bruder von Mina. Er lebt auf der Straße. Ich habe den in Jaipur gesehen. Er ficht sich auf so einem kleinen Rollbrett voran. Sind Sie sicher, dass es Minas Bruder ist? Ich dachte, der ist längst tot. Ja. Doch, doch. Das weiß ich von dem Rikscha-Fahrer. Von einem Rikscha-Fahrer. Ich habe Anni schon gesagt, dass sie nicht so vertrauensvoll sein darf. Er heißt Karan und er hat mir sehr geholfen. Eure Freundin kennt ja wohl schon halb Jaipur. Besonders die Unberührbaren, mit denen man eigentlich nicht spricht. Ja, dann kann ich ja froh sein, dass ich nicht Mann bin. Entschuldigen Sie mich jetzt, mein Flieger geht morgen früh. Vielen Dank für das Essen, das war wirklich vorzüglich.
Was ist hier eigentlich los, Amma? Wieso? Was soll los sein? Deine kleine Freundin fährt morgen wieder und die Welt dreht sich trotzdem weiter. Bitte entschuldigt mich. Käse? Gib mir eine Ohrfeige, wirf mich raus, aber ich muss mit dir reden. Es tut mir leid, dass ich hier einfach so reingeplatzt bin. Das ist gar nicht meine Art, aber ich hatte Angst, dass du mir die Tür nicht aufmachst. Da war gerade mein Vater. Was? Ich hab ihn gesehen und er hat mich angeschaut. Oh. Anni. Siehst du, hier ist niemand. Das ist der ganze Tag heute. Die Beerdigung. Ich habe ihn ganz deutlich gespürt. Ich hab sogar seinen Atem gehört. Anni, mein Vater hat mal gesagt, Indien verschlingt einen lebendig. Aber es liebt dich auch, wenn du es liebst. Kannst du heute Nacht hier bleiben? Natürlich. Wieder von deinem Vater geträumt. Und das war gestern wohl wirklich alles ein bisschen zu viel. Erzähl's mir. Ich habe geträumt, ich war im Gefängnis. Was hast du denn angestellt? Karan war dort. Der Rikscha-Fahrer? Ich hab doch gesagt, das war nur ein Traum. Leider war das ein trauriger Anlass, uns kennenzulernen. Behalten Sie uns trotzdem in guter Erinnerung. Das hoffe ich sehr. Das werde ich. Was machst du da? Ich habe nur geholt, was mir gehört. Um ihn ihr zu geben? Amma, wieso fragst du, wenn du die Antwort sowieso schon kennst? Und passen Sie gut auf den Jungen oder das Mädchen auf. Was immer es wird. Wir freuen uns darauf. Was
Was ist denn hier passiert? Hier ist ja überhaupt nichts mehr. Das... Hier hat Kara an. Ist ja alles weg. Wir müssen anhalten. Das ist aber nicht der Ort, zu dem ich wollte. Ich will mir das ansehen. Anni, so viel Zeit haben wir aber nicht mehr. Ich muss wissen, wie es Karan geht. Om Prakash, stoppen Sie, bitte. Das gibt's doch nicht. Anni, dem geht's schon gut. Auch wenn du schlechte Träume hattest. Wie soll es jemandem gut gehen, wenn er kein Dach mehr über dem Kopf hat? Hier. Hier hat Karan irgendwo. Karan, kennen Sie Karan? Ich suche Karan, er lebt hier mit einem kleinen Mädchen. Ungefähr so groß. Bah! Karan Kai. Anni, lass uns bitte gehen. Was hast du da? Da gehört Karan. Solche Amulette werden zu Tausenden auf der Straße verkauft. Ich spüre, dass es seins ist. Selbst wenn. Hast du überhaupt kein Mitleid? Diese Menschen müssen ihre Schuld aus einem anderen Leben abarbeiten. Jeder Mensch wird in die Kaste geboren, die er verdient hat. Was? Und wieso interessierst du dich so sehr für ihn? Er ist ein Lasttier. Ein menschliches Lasttier. Lass uns gehen. Bevor du dir deine Schuhe noch schmutzig machst. Anni, warte. Ich weiß, ich bin fremd in deinem Land und es steht mir auch nicht zu, dir zu sagen, was du denken sollst. Aber es nervt. Es stört mich, wie du über Menschen sprichst. Immer streiten wir wegen diesem Rikscha-Fahrer. Er hat auch einen Namen. Anni, was muss ich tun, damit du wieder lächelst? Wenn ich gleich ins Flugzeug steige, finde raus, was mit Karan und seiner Nichte passiert ist. Er war sehr nett zu mir und ich. Ich möchte ihm gerne helfen. Versprichst du mir das? Ja. Und frag ihn, ob das seins ist. Geht's hier wirklich zum Flughafen? Hör zu, Anni. Gib mir eine halbe Stunde. Der Flieger wird nicht warten, nur weil er der Sohn das letzte Mal Maharaja... Du wirst rechtzeitig zu deinem Flieger kommen. Versprochen. Wohin fahren wir? Ich hab's dir ja gesagt. Lass dich überraschen. Hier, komm, komm. Die Legende sagt, dass das die Gehilfinnen der Göttin Parvati sind. Gleich ist es soweit. Einmal am Tag tanzen sie. Und das schon seit Jahrtausenden. Man sagt, wenn man an diesem Ort die Frau seines Herzens findet, dann bedeutet das ewiges Glück. Arun, der gehört deiner Mutter. Nein, er gehört dir. Das habe ich schon gespürt, als wir uns das erste Mal begegnet sind. Es ist der größte und berühmteste Smaragd Indiens. Ich weiß. Ich kenne seine Geschichte. Mein Vater hat sie mir immer erzählt. In dem Märchen wurde das Smaragd gestohlen und... Ich habe mir immer gewünscht, dass die Prinzessin ihn zurückbekommt. Ja, dann nimm ihn und bleib hier. Es wurde von meinem Urgroßvater niedergeschrieben, dass die Söhne unserer Familie ihn an ihre Gemahlin weitergeben dürfen. Es tut mir leid, Arun. Das ist nicht meine Welt hier. Ich gehöre nicht her. Laufen Sie! Gehen Sie nach Schimpal! Dr. Kruger war dort! Gehen Sie nach Schimpal! Wilhelm Kruger? Dr. Kruger war da! Gehen Sie nach Schimpal! Was? Was hat er denn getan? Ist Ihr Kerk ja hier? Sie sagen, er habe gestohlen.
Das glaube ich nicht. Anni, das ist ein Dieb von der Straße. Das ist Minu Minu. Was? Das war Minas Bruder? Er hat was von meinem Vater gesagt. Irgendwas will er mir erzählen. Nee, Mina ist tot. Tut mir leid, dein Vater ist tot. Wahrscheinlich wollte er nur Geld. Und was oder wer ist Chepal? Keine Ahnung, aber wenn du jetzt fliegen bist, dann sollten wir aufbrechen. Ich weiß. Loslassen ist manchmal sehr schwer. Ein Upgrade wirst du ja sowieso nicht annehmen, so wie ich dich kenne. Und so wie ich dich kenne, wusste ich, dass du noch mal fragen wirst. Omrakash? Ihnen sagt der Name Chepal auch nichts, oder? Chepal? Nein, tut mir leid, Madame. Ich habe es noch nie gehört. Trotzdem, vielen Dank für alles. Die Freude war ganz auf meiner Seite. Und setz dich auf keinen Fall neben einen Mann mit Orangensaft. Sie haben 2 Stunden Wartezeit in Delhi. Dann geht es direkt weiter nach München. Kann ich Sie was fragen? Sagt Ihnen das Wort Chepal was? Chepal? Nein. Gang oder Fenster? Gibt es irgendwo Internet? Bei der Lounge da hinten. Aber wollen Sie nicht erst fertig einchecken? Ich komme wieder. Entschuldigung, kann ich einen Computer benutzen? Okay. Chepal. Chepal. Chepal ist ein alter Kolonialfriedhof in Indien, im Bundesstaat Rajasthan. Das Gelände wurde 1947 den Gemeinschaften der verschiedenen christlichen Konfessionen zur Verfügung gestellt. Dürfte ich... Wenn Sie noch mitfliegen wollen, müssen Sie sich beeilen. Ich habe mir anders überlegt. Hast du den Stein wieder in den Safe gelegt? Was macht dich so sicher, dass sie ihn nicht angenommen hat? Sonst würdest du ja wohl kaum wie ein begossener Pudel am Computer sitzen und arbeiten. Ich arbeite nicht. Seit wann interessierst du dich für alte Friedhöfe? Seit Menas Bruder uns den Namen dieses Friedhofs zugebrüllt hat. Warum habe ich die ganze Zeit das Gefühl, dass du mehr weißt, als du zugibst, Amma? Erinnerst du dich noch, was dein Vater immer gesagt hat, wenn er versucht hat, Problemen aus dem Weg zu gehen? Wer einen Tiger sucht, wird einen Tiger finden. Jedes Kind in Indien weiß, dass Tiger töten. Warum also sollte man sie suchen? Was hat das alles mit Anni zu tun? Sag mir endlich, wo dein Problem ist, Amma. Ich habe kein Problem. Anni Krüger hat das Land verlassen. Du solltest dich also besser um die Gesellschafterversammlung heute Nachmittag kümmern, anstatt auf dumme Kreuze zu starren. Dil mera churaya kyun jab ye dil todna hi tha humse dil lagaya kyun humse muh modna hi tha dil mera. Madam, where are you come from? Germany. You are married? No. Yes. Do you have children? Yes, 2. First time in India? Do you like our India?
Ich bin doch... Madam, you really want to go to jail? But it is very late. Madam, madam. क्या कर रही हो? Hey, कौन हो तुम? और यहाँ क्या कर रही हो? Ich will zu Minou, Minou. Ein Mann ohne Beine. Ja? A man without legs. Schau hier, Asse. Nein, nein, ich muss mit ihm reden. Er ist gestern verhaftet worden. Er kann mir helfen. Ich muss. Ich hab Geld. Ja? Ich muss rein. Ich muss zu Minou. Ich muss da sein! Ich muss mit ihm sprechen! सुना है कि जर्मन लड़की ढूंढ रही है उसको और मैंने सुना है कि अगर तू उस लड़की से दूर नहीं रहा तो तू जिंदा नहीं बचेगा das sind gleich mehrere Delikte die da zusammenkommen Beamtenbeleidigung, schwere Ruhestörung, Bedrohung einer öffentlichen Institution. Ich habe niemanden bedroht. Und die Polizisten, die haben mich ja nicht mal mehr verstanden. Wie ich gehört habe, starb Ihr Vater bei einem Verkehrsunfall. Somit hat sich der Zweck Ihres Aufenthalts in Indien erledigt. Sie wollen mich aus Ihrem Land rauswerfen? Eigentlich dachte ich ja, Sie hätten Indien bereits verlassen. Aber das geht ja jetzt nicht mehr. Weil ich keinen Pass mehr habe. Ich kann weder ein- noch ausreisen. Ich bitte um Verzeihung, Ma'am. Ich fürchte, ich kann Ihnen nicht ganz folgen. Was ist denn das? Ein Pass? Von Annie Krüger. Aber die bin ich nicht. Das ist ein Mädchen, das vor vielen Jahren gestorben ist und jetzt auf dem Schäperl-Friedhof liegt. Wer sind dann Sie? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wer ich bin. Deshalb muss ich ja mit Minou sprechen. Ich will ab sofort keinerlei Beschwerden mehr über Sie hören. Wer bin ich? Ich kann Ihnen nicht helfen.
Ja. Annie Krüger war gerade hier. Wie bitte? Sie ist noch im Land? Ja, sie hat mir gesagt, dass sie Indien nicht mehr verlassen kann. Und warum das? Ich weiß, das klingt unglaublich, aber sie erzählte mir, dass sie gar nicht Annie Krüger sei. Wer ist sie denn dann? Die Göttin Parvati? Euer Hoheit, wie sollen wir jetzt vorgehen? Ah, ich kümmere mich persönlich drum. Schönen Morgen noch. Ich bin's, ich muss dich sehen. Ja, ich weiß, wie spät es ist. Es ist wichtig. Glotz doch nicht so blöd. Ist doch alles deine Schuld. Sie sind immer wieder ein willkommener Gast, Ma'am. Danke. Brauchen Sie vielleicht Hilfe mit dem Gepäck? Danke, das geht schon. Warst du heute Morgen kurz mal weg? Mir war so, als hätte ich dich gesehen. Chai? Hm. Wir müssen reden. Ich möchte, dass du dich in Zukunft von ihr fernhältst. Wer ist jetzt schon wieder in Ungnade gefallen? Sie ist eine Psychopathin. Jetzt behauptet sie sogar, dass sie nicht die Tochter ihres Vaters sei. Du sprichst von Annie. Ich habe dich gleich vor ihr gewarnt. Wir werden sie in Zukunft einfach nicht mehr empfangen. Sie ist doch weg. Wir werden sie einfach nicht mehr ins Haus lassen. Das hätte ich gleich tun sollen. Ich war einfach viel zu nett. Annie ist noch in Indien. Arun! Wenn du jetzt zu ihr gehst, dann kann ich dir nicht mehr helfen. Vielleicht will ich deine Hilfe ja gar nicht. Arun, du verstehst mich nicht. Du bist verloren. Bis später, Amma. Mami, आप कमाल करती हो मैं कैसे शादी कर सकता हूं मेरे पास टाइम ही नहीं होता अब शादी करूं काम करूं कमाल करती ऐसा नहीं होता Oh ja, Hoheit, sie ist zurück. Ich suche Annie Krüger. Wohnt sie wieder hier? Ja, ja, das tut sie. Und sie ist auch äußerst zufrieden mit meinem Service. Frischer Bettbezüge jeden Tag. Und wir wischen nicht nur nass, wir besitzen sogar einen Staubsauger. Ist die oben? Sie ist schon ganz früh weg. Und wissen Sie wohin? Euer Hoheit, ich glaube, die Madame ist verrückt geworden. Ja. Sie ist einfach ins Gefängnis gegangen. Ins Gefängnis? Ja, ins Gefängnis. Verhaften Sie mich doch. Ma'am. Ich will ja sowieso rein. Nein, Ma'am. Nein, Ma'am. Hatten wir nicht ausgemacht.
dass ich keinerlei Beschwerden mehr über sie höre. Ich muss mit Minu Minu sprechen und eher werde ich nicht gehen. Aber diese beinlose Kreatur ist nicht hier. Und wo ist er dann? Das müssen Sie die Götter fragen, nicht mich. Er wurde gestern verhaftet von Ihren Leuten. Ich war dabei. Ma'am, kann ich Ihnen einen Rat geben? Sie sollten einfach gehen. Andernfalls werden Sie eine Menge Ärger bekommen. So oft ich wieder und wieder die Karten mische, es ist ständig an eurer Seite. Was? Ein Kind, eine Tochter. Aber du hast mir doch gesagt, dass sie tot ist. Das hab nicht ich gesagt, sondern die Karten haben das bis jetzt so angezeigt. Eure Tochter lag im achten Haus des Todes. Aber jetzt ist die Karte dort verschwunden. Das ist so alles Blödsinn. Ich glaub dir kein Wort. Und warum kommt ihr dann immer wieder zu mir in den letzten 30 Jahren? Hat Ihnen irgendjemand befohlen, dass ich da nicht rein darf? Ich gebe Ihnen jetzt die letzte Chance, freiwillig zu gehen, oder? Oder was? Annie! Baron, was machst du hier? Deswegen könnte ich dich jetzt fragen. Hoheit, ich versuche schon die ganze Zeit, sie zu überzeugen, dass sich der Beinlose nicht hier im Gefängnis befindet, aber sie glaubt mir nicht. Und warum lassen Sie mich da nicht rein? Inspektor, dann lassen Sie uns doch jetzt gemeinsam nachsehen. Hm? Aha. Hm? Hey, Colt! Ich dachte, Sie suchen nach einem Mann ohne Beine. Hast du Minu Minu gesehen? Sie haben ihn gestern rausgeholt. Er kam nicht mehr zurück. Nun ja. Dann überprüfe ich nochmal unsere Listen. Ich hole dich hier raus. Hm. Versprochen. Na, hey, hey. Wuchelagia. Oho, traurig. Ein ganz besonders bedauerliches Versehen. Ja, er war hier, aber jetzt eben nicht mehr. Daher konnte ich ihn auch auf keiner Liste finden. Er sollte zu einem Verhör gebracht werden, aber dabei ist er geflüchtet. Und hat dabei leider einen furchtbaren Unfall gehabt. Er ist tot? Ja. Traurig, aber wahr. Da war diese Treppe und wirklich sehr bedauernswert. Werden ja alle Menschen einfach mal so eingesperrt. Minu Minu, Karan, was hat er denn angestellt? Stützt sie jetzt auch bald eine Treppe runter oder was? Das mit Karan habe ich zu verantworten, Anni. Was? Ich wollte, dass dir nichts passiert. Und deswegen hast du ihn einsperren lassen? Okay. Ich war eifersüchtig. Sag, dass das nicht wahr ist. Es tut mir leid, Anni. Ich will's wieder gut machen. Ich habe herausgefunden, wo Barsch steckt. Sie ist ein Tispuna. Und die Zerstörung vom Slum? Steckst du da auch dahinter? Und dir habe ich vertraut. Thank you.
Entschuldigen Sie, dass ich störe. In Indien stört niemand. Ein helfende Hände kann ich immer gebrauchen. Setzen Sie sich doch. Danke. Ajena Oreka. Keine Ahnung. Tumdahan Ragnarigar. Was zu trinken? Mhm. Sie haben doch gesagt, dass Sie das alles hier von Mina übernommen haben. Mhm. Gibt es noch irgendwo Unterlagen? Ich suche Geburtsurkunden, speziell vom Jahre 1981. Wir sind glücklich, wenn wir hier jeden Tag ein Menschenleben retten können. Da interessiert sich niemand für Papiere. Bah, warte! Sie kennen das Mädchen? Ja. Der Onkel wurde grundlos verhaftet. Ich bin froh, dass sie bei Ihnen hier ein Zuhause gefunden hat. Ja, aber wer weiß, wie lange wir das hier noch halten können. Es ist ja eigentlich nur ein Provisorium. So ein richtiges Dorf wäre schön. Mit kleinen Häusern und für jedes Kind ein Bett, fließendes Wasser. Naja, das sind so Träume. Die Realität ist leider anders. Ich weiß nicht, ob Sie schon gehört haben, aber in Indien gelten alle Mädchen als Diebinnen. Diebinnen? Das hängt mit der Mitgift zusammen. Die meisten Familien müssen sich heillos verschulden, wenn sie eine Tochter verheiraten wollen. Seine Frau war schwanger und es war wieder kein Junge. Ja, und so sucht man eben Wege, um sie loszuwerden. Es gibt Leute, die behaupten, dass es in 8 bis 9 Jahren in manchen Regionen im Nordwesten keine einzige Frau mehr geben wird. Seit der Unabhängigkeit Indiens sind fast 3 Millionen Mädchen verschwunden. Getötet, vertauscht. Einfach weggeworfen. Als ich hierher kam, dachte ich, das sei nur ein Problem der niederen Kasten. Aber inzwischen weiß ich, dass man als Mädchen aus einer ärmeren Familie fast mehr Chancen hat, zu überleben. Wie meinen Sie das? Bei den Reichen ist es gefährlicher. Die wollen ihr Vermögen zusammenhalten. Das geht nur mit einem Jungen. Gehört das dir? Lord Ganesha. Der Gott des Neubeginns. Er möge euch den richtigen Weg weisen. Dir auch. Du bist frei. Entschuldigen Sie, Ma'am, aber unten vor der Tür steht eine Limousine und wartet auf Sie. Richten Sie Arun Sarwarsingh aus, dass ich mich über die Blumen freue, aber ich bin wirklich sehr müde. Aber die Maharani hat doch den Wagen geschickt. Ja, und sie möchte Sie sprechen. Und sie ließ ausrichten, dass er sehr, sehr dringend ist. Euer Hoheit, Miss Kruger wäre jetzt hier. Sie soll reinkommen, ich möchte mit ihr alleine reden.
Sie wollten mich sprechen? Ja. Naja. Da wir beide wenig Zeit haben, fasse ich mich kurz. Wie viel wollen Sie? Wie bitte? Geld. Wie viel? Ich verstehe nicht. Ich freue mich, dass du am Leben bist und dass es dir gut geht. Also? Ach, jetzt tu doch bitte nicht so naiv. Wir sind nicht irgendwer. In jedem Klatschblatt kann man nachlesen, dass Arun zu den begehrtesten Junggesellen von ganz Indien gehört, weil seine Familie 600 Millionen Dollar schwer ist. Ein Teil davon steht dir zu. Also bitte, wie viel willst du? Ein Teil davon steht mir zu? Jetzt hör auf mit dem Theater. Wir wissen beide, wer du bist. Sie wissen, wer ich bin? Kaum zu glauben, ne? Also, wie viel muss ich dir zahlen, damit du dieses Land verlässt? Die Namen. Die Namen auf der Liste in meinem Hotelzimmer. Die haben Sie stehlen lassen. Das waren die Namen von lauter reichen indischen Freunden. Jetzt halt den Mund! Was bildest du dir eigentlich ein? Wie kannst du dir anmaßen, irgendetwas über mich, dieses Land und seine Menschen zu wissen? Weißt du, wie viele Götter es in Indien gibt? Die Juden, die Christen, die Muslimen, die haben jeweils einen. Die Hindus haben 36 Millionen Götter. Mach zusammen 36 Millionen und drei Götterärsche, vor denen man kriechen muss. Und ich bin gekrochen. Auf allen Vieren bin ich gekrochen, bis ich meinen eigenen Gott gefunden habe. Savai Om Singh, der Maharaja von Jaipur. Durch ihn konnte ich selbst zur Göttin aufsteigen. Ich musste ihm nur einen Sohn schenken. Gottlob hatte ich Meena an meiner Seite. Die beste Hebamme von ganz Indien. Durch bloßes Handauflegen konnte sie mir sagen, ob ich einen Jungen oder ein Mädchen bekomme. Ich wollte dir trotzdem dein Leben schenken. Meena hatte mir versprochen, einen guten Platz für dich zu suchen. Und wie ich sehe, hat sie ihn auch gefunden. Du. Oh. Ich bin deine Tochter. Ich wusste nicht, dass du noch lebst. Jeden Tag bin ich auf den Turm gestiegen. Ich wollte wissen, was aus dir geworden ist. Die Astrologin sagte immer nur, du seist tot. Und Mala? Ist deine Schwester? Sie konnte ich behalten, den Sohn hatte ich ja schon. Das heißt, Savai Om Singh ist mal. Ist dein Vater, ja. Ich wusste gar nicht, dass du hier bist. Ich glaube, deine Mutter möchte jetzt gerne allein mit dir sprechen. Es tut mir leid, hast du meine Nachricht bekommen? Wenn du mich brauchst, Arun, ich bin immer für dich da. Ich schätze mal, wir haben den Tiger gefunden.
Du bist frei. Frei? Er hat mir was zurückgegeben. Kanerwat, Madam. Danke, wofür? Ich hab dich doch erst in diese Situation gebracht. Nein, nein, nicht du. Das Schicksal wollte es so. Alles in unserem Leben ist vorbestimmt. Einfach alles. Und wo wohnst du jetzt? Ba und ich werden was finden. Hast du Ba schon gesehen? Ich weiß nicht, wo sie ist. Aber wenn das Schicksal will, sehen wir uns wieder. Ich habe eine Überraschung für dich. Wenn sie jetzt wissen, wer sie sind, wird es dadurch nicht leichter. Die werden sich kaum für ein Gericht heranlassen. Sie haben keine Chance, Annie. Es geht ja nicht nur um mich. Das sind noch 8 weitere Namen auf der Liste. Das sind alles Menschen, die ein Recht darauf haben, zu erfahren, was passiert ist. Keine Hoheit mehr bin. Fahr endlich weiter, Obrakasch. Ich besitze keinen Diener mehr. Ich wurde euch geschenkt, meine Hoheit. Ich habe damals geschworen, euch für immer zu dienen. Diesen Schwur kann und werde ich nicht brechen. Ihr Reiseleiter hat angerufen. Mein Reiseleiter? Ja. Was, er sagte das? Er hätte eine dringende Message für Annie Krüger. Und er will warten auf Sie in Habermahel, um Ihre weitere Reise zu besprechen. Um meine weitere Reise zu besprechen? Ja, ja. Das waren genau seine Worte. Habermahel, das ist der Palast der Winde. Ja, genau. Hat er eine Uhrzeit gesagt? Er sagte, exakt um 1 Uhr. Oh. Ma'am. Ich wollte nur, dass Sie glauben, dass ich tot bin. Papa. Ich wusste ja nicht, dass du in Indien bist. Ich hab's mir also doch nicht eingebildet. Noch in derselben Nacht wollte ich mit dir reden. Aber Arun kam dazwischen. Hör zu, Annie. Du musst nach Hause fliegen. Hier ist es viel zu gefährlich. Ich erkläre dir alles, wenn wir in Deutschland sind. Was du 30 Jahre lang nicht geschafft hast. Dass ich Maritas Tochter bin. Aber man kann doch nicht einfach so ein Kind austauschen. Komm. Isabelle hatte unser Baby in Deutschland bekommen.
Unsere kleine Annie. Ich hatte eigentlich versprochen, nach Deutschland zurückzukehren. Aber ich hatte mich verliebt. In Mena? Ja. Isabel kam nach Indien. Und dann wurde Annie krank. Ironie des Schicksals. Jeden Tag hatte ich mit kleinen, reichen Mädchen zu tun, die keiner haben wollte. Und ausgerechnet, mein kleines Mädchen starb. Jetzt verstehe ich auch, warum Mama immer... Sie hat mich immer so traurig und enttäuscht angesehen. Ich hab's nie verstanden. Ich dachte immer, es liegt an mir. Diese Angst vor der Dunkelheit, wo kommt die her? Du warst die ersten Tage deines Lebens in einem Zimmer ohne Fenster. Wir mussten dich verstecken. Aber glaub mir, das hat nichts damit zu tun, dass wir dich nicht unendlich lieb hatten, Annie. Annie ist tot. Ich bin nicht Annie. Ich bin nicht deine Tochter. Ich habe nicht mal mehr einen Namen. Ich bin niemand. Doch. Du bist meine Tochter, nach wie vor. Meine kleine, geliebte Prinzessin. Komm hier auf. Wenn es hier so gefährlich für dich ist, warum bist du dann hierher zurückgekommen? Warum hat Isabel das von dir verlangt? Sie will, dass ihre Asche bei unserem Baby ist. Sie konnte sich nie verzeihen, dass wir es damals zurückgelassen haben. Annie, ich weiß, ihr hattet Probleme miteinander. Aber glaub mir, du warst für sie wie eine leibliche Tochter. Lass sie uns gemeinsam bestatten. Nächste Woche auf dem Friedhof in Chepal. Ja? Was ist das für ein Buch? Was sind das für 8 Namen? Andere vertauschte Kinder. Ich brauche ja irgendwas in der Hand, wenn die mich erwischen. Dir ging es also nie um Gerechtigkeit oder Wiedergutmachung. Wolltest weiter erpressen. Du weißt nicht, wie gefährlich diese Leute sind. Du warst für mich immer der Held, der vor nichts Angst hatte, der mich von jedem dunklen Ort wegbrachte. Das bin ich immer noch. Woher kommt Arun? Lass uns in Deutschland darüber reden, bitte. Gibt's irgendwo Unterlagen, die diese Schweinerei beweisen? Hast du sie versteckt? Ich weiß gar nicht. Papa? Hat dir gesagt, woher du kommst? Sie meint, sie weiß es nicht. Man hat mich hier damals in den Arm gedrückt. Sie hatte den Sohn, den sie sich immer so sehr wünschte. Mehr wollte sie nie wissen. Mein Vater lebt. Was? Ich habe mit ihm gesprochen. Mich haben sie damals in einem fensterlosen Raum versteckt. Wieso bin ich da nicht gleich drauf gekommen? Schau dir das Gebäude an! Heute heißt es Crystal Imperial, aber ansonsten ist alles identisch. Das ist Mena. Und schau, die Mädchen, die aus dem Fenster blicken, fällt dir was auf? Ja. Das Fenster existiert nicht mehr, es wurde zugemauert. Ich bin mir jetzt ganz sicher, dass das Hotel war, in dem die beiden sich immer getroffen haben. Deswegen wollte mein Vater auch in das Zimmer.
Das sind alle Akten der 8 Kinder, die vertauscht wurden. Die Slums, aus denen sie kommen, Familiennamen und wo sie gelandet sind. Alle im Bunden von Mena. Und in armen Familien haben sie erzählt, ihr Sohn sei gestorben. Hier ist was von Luna Advani notiert. Sie brachte am 2. August 1981 eine gesunde Tochter zur Welt. Offiziell hat Luna einen Sohn. Kein Wunder, dass er nicht mit mir sprechen wollte. Aber keine Spur von mir. Hier unten hat Inspektor Gupta unterschrieben. Aber es muss der Vater gewesen sein. Der junge Gupta hat ihn nur beerbt. Wir würden gerne mit Inspektor Gupta sprechen. Der Inspektor meditiert gerade im Moment. Dann ist seine Meditationspause jetzt eben zu Ende. Inspektor! Was ist los? Stopp! Alle raus! Sir, darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten? Vielleicht eine Tasse Chai oder Kaffee? Sie bieten mir etwas an, Inspektor. Vielleicht entspricht das gar nicht meiner Kaste. Hoheit, Sie sprechen in Rätseln. Hoheit. Wir haben Unterlagen, die beweisen, dass Ihr Vater in Kindsentführung verwickelt war. Was wissen Sie davon, Gupta? Was wissen Sie über mich? Oh, ich habe keine Ahnung, um was es hier geht. Hören Sie gut zu, Gupta. Ich werde vor nichts mehr zurückschrecken, weil ich nichts mehr zu verlieren habe. Arun. Ich will wissen, wer ich bin. Setzen Sie sich. Das ist der Name Ihrer richtigen Familie. Mein Vater hat es mir anvertraut, kurz bevor er von uns ging. Die Adresse ist Kaputli Bastille, aber ich habe keine Ahnung, ob Sie dort noch leben. Kaputli. Das ist der größte Slum Jaipurs. Du wirst sie kennenlernen. Lass uns gemeinsam hinfahren. Das würde ich nicht tun. Also ich glaube, Ihre Meinung zählt ja wohl jetzt am allerwenigsten, ne? Arun? Om Prakash!
Ja. Noch immer nichts. Wie könnte ich denn jetzt was essen? Ich hab mir Sorgen gemacht. Ich bin ein Paria. Ein Unberührbarer. Die unterste Kaste, einer, mit dem man nicht mehr spricht. Geh endlich weg, Obrakash! Lass mich in Ruhe! Nein, Hoheit. Nein, Sie sind kein Paria. Sie sind kein Paria. Doch, das bin ich. Begreif das endlich. Hören Sie, Hoheit. Ich hab versprochen, euch zu dienen bis in den Tod. Familie gefunden. Arun, sag mir bitte, wo du steckst. Und weiß jetzt, wer ich bin. Hör doch diese Glöckchen. Wie ist der Tempel gleich, wo die... Du wirst eine sehr gute Maharani sein. Der Göttin Parvati. So hieß der Tempel. Der Göttin Parvati. Los! Ist Ombakash bei dir? Gib ihn mir bitte. Wir werden uns wiedersehen. In einem anderen Leben. Arun. Arun, es tut mir leid, ich wollte das alles nicht. Sie muss nichts leid tun, Anni. Es war Schicksal. Arun, hörst du? Also, mach jetzt bitte keinen Blödsinn. Mach's gut, kleine Prinzessin. Arun? Nein, warte, warte! Hallo? Wo geht's zum Tempel? Wir müssen warten, bis die Straße wieder frei ist. Leider, aber ich kann nicht mehr warten. Hey, und mein Geld? Ombakash, du musst das hier nicht tun. Ich gehe den Weg auch allein. Vorsicht! Weg da!
ich wusste, dass du eines Tages den Namen Singh tragen würdest. Ich will den Namen nicht. Du hast ihn offen gewissen. Die Akten zeigen, dass es dir nicht allein um Arun ging. Das sind noch 8 weitere Kinder. Du hast sie vertauschen lassen. Und ich werde sie alle finden. Diese Familien leiden seit Jahrzehnten und müssen mit der Ungewissheit leben. Sie haben ein Recht darauf zu erfahren, was aus ihren Kindern geworden ist. Dass sie Söhne geboren haben. Und wie willst du denn das beweisen? Mein Vater lebt. Und er wird aussagen. Hör auf zu lachen. Hör auf zu lachen. Hör auf zu lachen. Hör auf. Hör auf. Hör auf zu lachen. Hör auf. Hör auf. Was ist denn los, euer Hof? Sag ihm, er soll aufhören, mich auszulachen. Er soll aufhören, mich auszulachen. Hör doch auf! Ich möchte weiter ihren Namen tragen. Machen Sie das. Da jetzt das Vermögen der Familie Singh auf Ihren Schultern lastet, könnten Sie doch eigentlich unsere Schirmherrin werden und mir meinen Lebenstraum erfüllen.
Das Dorf für die Mädchen, mit einer Schule und richtigen Zimmern. Ich habe sogar schon einen Namen. Ah ja? Mhm. Das Dorf der 1000 Mädchen. Ich glaube, die Familie Singh wird alles dran setzen, dass ich keine einzige Rupie sehe. Ja, auch wenn es nicht klappt mit dem Geld, sind sie uns jederzeit willkommen. Sie wissen ja, jede helfende Hand ist wertvoll. Wir wissen schon jetzt nicht mehr, wie wir ohne Karans Hilfe über die Runden kommen sollen. Es gibt immer genug Arbeit. Sehen Sie, immer genug Arbeit. Ba! Ruko! Me abia du! Ich habe ein Geschenk für dich. Pass auf. Hast du nicht mal gesagt, 40 Zentimeter bringen 700 Rupien? Yeah! Aaj khushi ka din hai. Thank you, boy. Thank you. You're welcome. Yeah! Was ist neu? In Indien ist jeder Tag ein Neubeginn. Und es geht. Ich glaube, du bekommst Besuch. Mala! Dein Baby ist da. Ein süßer kleiner Mann. Ich gratuliere dir. Ich habe gehört, dass du an die Öffentlichkeit gehst und deinen Prozess anstrebst. Versuch's mir bitte nicht auszureden. Als würde ich das jemals tun wollen. Wir sind Schwestern. Ich werde dir helfen. Weißt du? Hallo. Hallo. Mein Mann war genauso entsetzt, wie ich es war, als wir erfahren haben, was alles passiert ist. Wir haben diese 8 Namen bereits an die Behörden gegeben. Wir möchten dir wirklich bei der Aufklärung helfen, Annie. Willst du ihn mal nehmen? Aha. Hallo. Wir haben beschlossen, ihn Aaron zu nennen. Ich bin sicher, er wäre sehr stolz. Ja, das wäre er. Es gibt noch einen Grund, warum ich gekommen bin. Und weißt du was? Die Farbe deiner Kleidung passt genau dazu. Mutter hat ihn mir gegeben. Sie sagte mir, Aaron hätte sich immer gewünscht, dass du ihn trägst. Mangalam Garuda Dhaja, Mangalam Pundarikaksha, Mangalayastano Hari, Hari Yama Mangalam Bhagavana Vishnu, Mangalam Garuda Dhaja, Mangalam Pundarikaksha, Mangalayastano Hari, Mangalam Bhagavana Vishnu, Mangalam Garuda Dhaja, Mangalam Pundarikaksha, Bhagavana Vishnu, Mangalam Garuda Dhaja, Mangalam Pundarikaksha, Aber dann,
Mit dem Besitz des Steines wurde der Palast gestürmt und der Maharaja getötet. Nur die Prinzessin überlebte. Sie floh weit weg aus Rajasthan und nahm sich vor, nie wieder zu lieben. Bis zu ihrem Tod träumte sie davon, sich mit ihrem Vater zu versöhnen. Sie hoffte, dass alles gut werden würde. Wenn nicht in diesem Leben, dann im nächsten.